Wissen wir, was wir tun sollten? Nö. Dann erstmal Hallo! Hallo. Es ist noch keiner da, aber hallo. Ich warte lieber, bis sich der Nebel lichtet, bevor ich nochmal die Stadt besichtige. Stimmt, der ist da ja immer runtergefallen. Genau. Und die beiden sind sich am Unterhalten und wollen nichts mehr mit uns zu tun haben. Wir haben eine Sense, ein Foto von der Frau, die wir suchen. Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Oh, wenn das die Frau ist, die du suchst, dann habe ich einen Rat für dich. Vergiss die Kleine. Sie ist hier vor 2 Wochen in einer hübschen Doppelkabine abgedampft. Und sie war nicht allein. Woher wissen Sie denn, dass sie fort ist? Ich kann das nicht glauben. Tja, Junior, sieh der Wahrheit ins Auge. Da schau in mein Hafenbuch, wenn du es schwarz auf weiß haben willst. Vor 6 Wochen, an einem Dienstag. 2 Tickets im Voraus bezahlt. Ich selbst habe den Shampoos am Bug zerschellen lassen. Hey Manny, wir waren gerade mitten im Gespräch. Ja, schon gut. Hör mal, Söhnchen, ich weiß, wie du dich fühlst. Auch ich habe mal eine ganz besondere Lady verloren. Ich winkte ihr ein letztes Mal zu, als sie aus dem Hafen fuhr. Und ich sah sie nie wieder. Und wie war ihr Name? SS La Mancha war ihr Name. Aber ich möchte nicht weiter über sie reden. Es tut zu weh. Das ist bloß ein Schiff. Mir geht es immer um ein Skelett. In Velascos Logbuch steht, dass Celsos Frau was mit einem anderen hatte. Sie wird an die Knöpfe gewöhnen. Kannst ruhig ein bisschen näher kommen, oder geht das so mit dem Kabel? Das geht so irgendwie. Celso, deine Frau ist vor 2 Monaten mit einem anderen Kerl abgereist. Kannst gerade nicht nach Wochen? Steht alles hier drin. Oh, Manny. Gibt es ja, in ich der glaube. Natur etwas Verlässlicheres als die Untreue der Frauen? Vergiss sie einfach, Celso. Hast du denn deine vergessen? Ich reise ihr nach. Übernimm du meinen Job hier. Dieser Mob hier lässt dich wenigstens nicht im Stich. Der Kompass im Stiel wird auch recht nützlich sein. Oh, Katze. Oh, eine Trophäe. Wir sind ja, jetzt ein Jahr. Wir haben 4 Jahre Zeit, bevor wir eine Blume werden. Das ist eine der geilsten Vorstellungen von der Unterwelt, die es gibt. Ein Jahr später. Gehört ihm jetzt der Laden? Saubere Arbeit, Manny. Hey Boss, kommst du mal runter? Da ist jemand, der dich sprechen will. Du weißt doch, dass ich nicht mit den Gästen trinke. Nun, mit diesem wirst du bestimmt was trinken wollen. Hört sich nach deinem Typ an. Nun, es sieht nach einer ruhigen Nacht im guten alten Rubakawa aus. Und da hat die Musik einfach aufgehört. Ah, die Glücksfee. Oh. Le numéro gagnant, le 34. Rouge, vert et passe. 34, rot. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, hallo, Ihr hallo. Einsatz bitte. Hi. Mesdames et messieurs, rien ne va so plus. Les jeux sont faits. So Ladies kann man and gentlemen, verpassen. Nichts geht mehr. Aber keine nicht viel Einsätze passiert. Mehr, bitte. Außer, dass ein Jahr vergangen ist. Hey, Vorsicht ja. da unten. Le numéro gagnant, le 9, rouge, impairement, 9, rot.
Das ist ja empörend. Ich habe auf die 2 gesetzt. Warum ist nicht die 2 gekommen? Monsieur, je suis vraiment désolé. Ich kann mir die Gewinner nicht aussuchen. Ihr wird alles von dem Mann da oben kontrolliert. Nun, dann sagen Sie dem Mann da oben, dass Polizeichef Bogan sehr verärgert war, als er ging. Und dass er gerne mehr Glück hätte, wenn er später am Abend zurückkehrt. Oui, monsieur. Bonsoir. Ich werde es ihm sofort ausrichten. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Okay. Appala. Nein, er hat den Job von dem Typ mit dem Wischmopp übernommen und jetzt gehört ihm der ganze Laden. Besser nicht. Was, wenn ich Matches Ankunft verschlafe? Meine Kriegskorrespondenz von Salvador. Er hat mir das ganze letzte Jahr über solche Nachrichten geschickt. Agent Calavera, ich habe erfahren, dass du sicher in Rubalcava angekommen bist. Das ist sehr erfreulich, da du nun wieder für das ZVS arbeiten kannst. Ich freue mich, dir das erfolgreiche Schlüpfen der von dir befreiten Eier melden zu können. Die Küken, die Eva auf die Namen Manny und Matchy getauft hat, sind gesund und begierig, unserer Sache zu dienen. Mit etwas Glück wird dir die nächste Botschaft auf den zarten Schwingen der Wahrheit übermittelt. Im Namen der Revolution, Salvador Limones. Ich hab's noch nicht ganz gelesen, aber vielleicht später. Der Typ mit seiner Revolution. Manny, Polizeichef Bogan ist eben an mir vorbeigegangen und als ich ihm ein Lied spielen wollte, hat er mich angeschrien. Ach, mach dir nichts daraus, Manu. Er ist nur sauer, weil er beim Zocken verloren hat. Wollten wir ihn nicht immer gewinnen lassen, damit er uns mag und uns den Laden nicht dicht macht? Heute macht er das bestimmt nicht. Es ist schließlich Feiertag. Ruhige Nacht, was, Karnal? Der Tag der Toten ist halt schlecht fürs Geschäft, Boss. Aber gestern Abend, weißt du noch, gestern, Manny? Aui! Was spielst du da? Oh, nur ein kleines, Liebeslied für eine ganz besondere Lady. Sing uns doch ein paar Strophen davon, ja? Oh, nun ja, viel habe ich noch nicht. Knochenschleuder. Gefällt mir. Absolut. Perfekt. Glaubst du, sie taucht heute Abend auf? Wer? Gut, dass es meine ganz besondere Lady? Nein, Matche. Weißt du was, Manny? Ich glaube ja, sie kommt. Ich habe das Gefühl, als sei dies die Nacht der Nächte. Weißt du, der Laden wird mir fehlen, wenn wir gehen. Och, Manny, warum können wir nicht einfach hierbleiben? Wir haben einen schicken Club, 3 Mahlzeiten am Tag und Max lässt mich einmal die Woche unseren Wagen auf seiner Rennbahn fahren. Außerdem sehen wir in diesen Klamotten einfach großartig aus. Glottis, ich kann nicht ewig in dieser Welt bleiben. Ich gehöre hier nicht hin. Ich muss Matche finden und ihr helfen. Es ist meine Schuld, dass sie nicht schon vor einem Jahr in diesen Zug gesetzt wurde. Okay, Manny. Na, dann lasse ich dich mal weiter üben. Ich brauche nicht zu üben, Mann. Ich bin gut. Ach, Glottis, ich mag ihn so gerne. Und noch eine Gesprächstrophäe. Ah, Mario de Oro. Ein ausgezeichneter Weinbrand, in dem sich echter Goldstaub befindet. Ja, ich nehme es lieber an mich. Da ist es sicherer. Ja, da ist es sicherer. Naja, vielleicht ein Schlückchen. Ah. Das war eine Trophäe. Ja, das war eine Trophäe. Oh, das war ein Versehen. Ich wollte ihn eigentlich einstecken. Jetzt hast du ihn getrunken. Ein Schlückchen. Mann, ist hier viel los an unseren Roulette-Tischen. Stört es dich, wenn ich mich setze, Charlie? Überhaupt nicht, Manny. Ich meine, es ist schließlich dein Club, oder? Stimmt. Also, was hast du hier zu suchen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst erst wiederkommen, wenn du deine Schulden an der Bar bezahlen kannst? Oh nein. Man hat mich bei der Rennbahn gefeuert, weil ich Wettabschnitte gefälscht habe.
Also muss ich zu denen gehen, Manny, die ich liebe. Die ich liebe. Ja, die er liebt. Die er liebt. Wie hast du die gefälschten Abschnitte gedruckt? Hiermit. Ist sie nicht wunderschön? Das letzte Mal, als ich im Knast saß, teilte ich meine Zelle mit dem hinterhältigsten Hochstapler, den ich jemals gesehen habe. Aber er war ziemlich nachlässig und daher fiel es mir recht leicht, ihm das hier zu klauen. Danke. Man weiß nie, wann man sowas gebrauchen kann. Hey, gib sie wieder her, Manny. Vielleicht dann, wenn du deine Schulden hier bezahlt hast. Einverstanden? Oh, Manny. Was kannst du denn noch fälschen? Nichts, alles. Kannst du Pässe nachmachen? Manny, in vielerlei Hinsicht denkst du immer noch wie ein Lebender. Seelen brauchen keine Pässe. Wir sind alle Bürger derselben Nation. Und unser König reitet ein Höllenross. Also keine Pässe? Nein. Weißt du, das Wasserzeichen ist so schwierig zu kopieren. Wie ist es mit Führerscheinen? Klar, du gibst mir ein Foto, 50 Mäuse und etwa 2 Wochen Zeit, okay? Wenn mir etwas einfällt, das ich brauche, komme ich wieder. Ich bin doch kein Wunschbrunnen, Manny. Warum bist du nicht drüben an den Roulette-Tischen? Ah, Roulette ist für einsame Witwen und Franzosen. Warum beschaffst du dir nicht ein paar Spielautomaten, Manny? Jeder, von alten Frauen bis zu kleinen Kindern, mag einarmige Banditen. Und ich habe ein unfehlbares System, um sie auszutricksen. Alle meine Freunde sind einsame Witwen und Franzosen. Außer mir, Manny. Ich sorge dafür, dass du nicht wahnsinnig wirst. Erklär mir dein System, Charlie. Ich werde dir doch nicht mein Geheimnis verraten. Höchstens so viel. Du musst eins mit dem einarmigen Bandit werden, Manny. Du musst dich in die Maschine hineinversetzen und ihr einreden, dass sie auszahlen will. Wenn ich es mir recht überlege, halt dich besser von meinen Roulette-Tischen fern. Absolut nachvollziehbar, so mache ich das auch. Moment, ich glaube, deswegen gewinne ich. Ich denke, dass Spielautomaten unerwünschte Elemente anziehen. Nein, weil ich das mache. Sind wir nicht alle unerwünscht, Manny? Stimmt, aber du hast zu allem Überfluss auch kein Geld mehr. Das ist ein hübscher Anzug. Wo hast du ihn gestohlen? Manny, wenn du lernst, wie Chowchilla Charlie zu spielen... Dann wirst auch du vielleicht eines Tages so einen schicken Anzug tragen. Tja, ich muss mich um meinen Club kümmern. Ja, Manny. Wende dich nur wieder deinem schillernden Leben zu. Knarz, knarz. Mesdames, Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies und Gentlemen, Ihr Einsatz, bitte. Alles okay hier unten? Was ist denn mit Monsieur Buggens Glückssträhne? Ist versiegt. Seine gute Laune auch. Nicht so lange sie verlieren. Ach, Lottes. Guten Abend, Loop. Hi, Manny. Ich muss dir unbedingt von meinem neuen Organisationssystem für Mäntel erzählen. Meinst du, sie taucht heute Abend auf? Organisationssystem für Mäntel. Das fragst du mich jeden Abend. Was soll ich schon darauf antworten? Wir haben Nummern. Du sollst sagen, ja, ich glaube, heute ist die Nacht der Nächte. Ja, ich glaube... Heute ist die Nacht der Nächte, in der du letztendlich vor lauter Warten auf Miss Mercedes Colomar bescheuert wirst. Fangen wir nochmal von vorne an. Glaubst du, sie taucht heute Abend auf? Ja, ich glaube, heute ist definitiv die Nacht der Nächte. Danke. Weißt du, es ist meine Schuld, dass sie ganz allein durch die Wälder irrt. Wenn du meinst, Manny. Ja. Sah Bogen wütend aus, als er ging? Ja. Was ist denn passiert? Hey, jeden verlässt das Glück irgendwann mal. Vorsicht, Manny. Nicht, dass uns irgendwer den Laden zumacht.
Wie läuft's heute? Wie ausgestorben, Manny. Ich schätze, es wird wohl jeder den Tag der Toten bei seiner Familie verbracht haben. Bis auf das Casino. Das Casino läuft. Wie kommt es eigentlich, dass die Leute, die nie ihre Familien besuchen, die größten Zocker sind? Tja, ich schätze, wenn dich nichts mehr mit dem Reich der Lebenden verbindet, dann hast du auch nichts mehr zu verlieren. Hey, den Spruch sollten wir uns über die Tür hängen. Alles okay im Land der Pelzmäntel und Fedoras? Alles in Ordnung. Es ist herrlich. Ich kann's kaum erwarten, bis Gäste kommen und ich das neue System ausprobieren kann. Es ist so cool. Soll ich dir davon erzählen? Was? Okay. Erzähl mir mehr von deinem neuen System. Ja! Okay. Alter, ich habe hinten all die alten Plastikkärtchen aus der Cafeteria gefunden. Und jetzt rate mal. Sie haben alle Nummern drauf. Und so gebe ich jedem, der seinen Mantel abgibt, einen davon und... Manny, du hörst mir ja gar nicht zu. Ich mache mir die ganze Mühe mit deinen Mänteln und dir ist das vollkommen egal. Loop. Vergiss es, als ob's dich kümmert. Nein, ich will es hören. Nein, dann erzähle ich es halt jemand anderem. Jemandem, den es interessiert. Ja. Bitte, erzähl mir alles über dein neues Mantelsystem. Sei nicht so überheblich, Kerl. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Sie hat... kein Gehirn, oder? Aber es ist so schön, dass sie sich so gefreut hat. Ja. Über ihre Nummern. Oh, Katzin. Mädchen? Manny, hilf mir. Ich bin so lange herumgeirrt. Warum hast du nicht nach mir gesucht? Das habe ich. Du bist abgehauen. Warum? Weil du gesagt hast, ich sei nicht gut genug. Seit einem Jahr bin ich ganz allein. Und das ist alles nur deine Schuld. Wow. Oh, ich bin ein gruseliger Vogel. Das war nicht nett. Er landet oft im Hafenbecken. Machst du das jetzt jedes Jahr, Manny? Willst du von jetzt an jedes Jahr zum Tag der Toten deine Gräten ins Wasser schmeißen und dich von ihr rausfischen lassen? So lange wollte ich eigentlich nicht mehr bleiben, Velasco. Sobald ich herausgefunden habe, wohin das Schiff fährt, bin ich weg. Der Pott fährt nach Puerto Zapato. Das liegt auf der anderen Seite der Welt. Es gehen keine anderen Schiffe in die Richtung, außer der alten Limbo hier, aber... Kein Aber. Wenn die Limbo meine einzige Hoffnung ist, dann bin ich schon so gut wie an Bord. Tja, dann viel Glück, Junge. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, wir müssen uns auf dieses Schiff. Warte, lass mich dir helfen. Es gibt Dinge, die ein Mann allein in die Hand nehmen muss. Zum Beispiel, was tut er da? Abgeschlossen. Ich weiß, ich habe es selbst abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich weiß, ich habe... Diese Art von Ausrüstung habe ich nicht. Vielleicht nicht, aber... Das möchte ich eigentlich nicht tun. Warum möchte er nicht? Ich werde diese Goldmine für mich behalten. Calavera, dies ist wahrlich ein großer Tag für die Revolution. Sag Ola zum kleinen Manny, dem ersten offiziellen Boten des ZVS. Bitte gib ihm etwas zu picken und schick ihn zurück, damit wir wissen, ob der Jungfernflug ein Erfolg war. Manuel, es tut mir sehr leid, dass du noch nichts von deiner Mädche gehört hast. Gedulde dich. Du darfst dein Herz nicht verschließen. Wenn es eure Bestimmung ist, werdet ihr eines Tages wieder vereint sein. Ah, er glaubt noch immer, dass ich in sie verliebt bin.
Du bist der Einzige, der das nicht glaubt. Mhm. Was ist denn das in der Flasche? Ein Schlepper? Das ist ein detailgetreues Modell der SS Lumbago. Ich habe nur Schwierigkeiten, den Ladebaum durch den Hals zu schieben. Siehst du? Das ist ja lustig. Und ich dachte immer, Leute mit Lumbago hätten Schwierigkeiten mit dem Rücken und nicht mit dem Hals. Schon gut. Na gut, dann wäre ich ja bereit, in See zu stechen. Womit? Auf der Limbo, Mann. Auf geht's. Manny, Manny, Manny. Die Limbo ist kein Passagierdampfer. Sie ist ein kleiner Frachter, Söhnchen. Und jeder an Bord muss mit anpacken. Dann arbeite ich. Was kannst du denn? Verkaufen und Restaurants führen. Moment. Ein Posten auf der Limbo ist noch frei. Ach. Ja, im Maschinenraum. Genau das Richtige für deinen Kumpel Glottis. Aber er braucht eigenes Werkzeug. Okay, wenn ich Glottis Werkzeug besorge, können wir dann in See stechen? Ja, eher schon. Nichts gegen dich, Manny. Der Limbo ist einfach kein Platz für dich. Ihre Besatzung ist schon komplett. Da sie morgen früh ablegen, ist die ganze Crew sogar bereits an Bord. Alle, außer diesem einen Kerl. Wer ist denn noch nicht an Bord? Naja, Matrose Naranja ist etwas spät dran, aber er wird schon noch kommen. Welchen Job hat Naranja denn gemacht? Er arbeitete in der Kombüse. Aha, Restaurantmanagement. Ja, es ähnelt dem, was du machst. Allerdings ist der Fisch auf der Limbo frischer. Und wenn Naranja nicht kommt? Kann ich dann für ihn einspringen? Manny, du bist nicht mal in der Seefahrergewerkschaft. Das wissen aber nur wir beide. Aber wir sind doch zwei Kerle, die etwas für sich behalten können, stimmt's? Glottis ist eine Ausnahme. Aber der Kapitän wird deinen Ausweis sehen wollen. Und wenn du keinen hast, wirft man dich den Haien zum Fraß vor. Und was noch viel schlimmer ist, ich muss was in die Kaffeekasse zahlen. Die Gewerkschaft ist unerbittlich, Junge. Und ich werde mich nicht mit denen anlegen. Was für Werkzeug braucht Glottis denn? Ausschließlich authentische Seebienenausrüstung. Was? Seebienen? Seebienen, ja, das Und woher kriege ich authentische Seebienenausrüstung? Warum fragst du nicht einfach eine von den Seebienen? Angst, gestochen zu werden? Sehr witzig. Was glaubst du, wo Naranja steckt? Wahrscheinlich zu Hause, um sich Rezepte für die Reise rauszuschreiben. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn ich Glottis Werkzeug besorge, dann kann ich ihn auf der Limbo unterbringen. Und wenn Matrose Naranja nicht auftaucht, was er allerdings wird, und ich einen Ausweis der Gewerkschaft habe, den du niemals kriegst, dann kann ich morgen früh mit der Limbo aufbrechen. Vermutlich schon. Ich gehe lieber schon mal packen. Ei, mach das, Söhnchen. Und ist er nicht der Kapitän? Ich weiß nicht, was ich mehr hasse. Katzen oder Menschenmassen. Aber ganz sicher werde ich mich keinem von beiden nähern. Das kann natürlich auch sein. Hey! Scheint ein schöner Abend für Katzenrennen zu sein. Was? Katzenrennen? Sicher, es sieht nicht gut für mich aus, aber springen ist auch keine Lösung. Hallo? Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Oh, hi. Den Wettabschnitt, bitte. Was? Ich brauche einen Wettabschnitt von dem Rennen, für das Sie sich interessieren. Inwiefern interessieren? Interessieren insofern, dass Sie vermutlich ein Zielfoto sehen wollen. Oh, ich habe keinen Wettabschnitt. Oh, okay. Ciao. Wie nett. Es wird keine Wetten mehr angenommen. Ein Labyrinth.
Ich habe keine Ahnung. Ich dachte auch, dass sie da Autorennen oder sowas fahren. Hey, Manny Calavera. Du bist ja schon ewig nicht mehr hier gewesen, um mich zu besuchen. Naja, ich dachte, du hättest gern Gesellschaft, wo doch alle den Tag der Toten feiern. Wenn das so ist, Manny, warum wartest du dann nicht bis 6? Dann habe ich nämlich frei. Viel zu tun? Kaum. Die Leute sind schon alle zu ihren Verwandten feiern gegangen. Es ist wie ausgestorben, Manny. Einfach tödlich langweilig. Worauf wartet das Luftschiff? Ach, sie reinigen es und sie sind dabei sehr pingelig. Wir sind schließlich ein ordentliches Unternehmen. Kann ich mal den Metalldetektor ausprobieren? Woher dein plötzliches Interesse für Metalldetektoren, Manny? Ich wollte meine Couch nach Münzen absuchen. Okay. Ich führe ihn dir vor, wenn ich Pause habe. Zufrieden? Wann hast du Pause? Bei Dämmerung. Oh, das ist zu spät. Ich steche heute Abend in See. Ja, ja. Auf den Satz bin ich schon zu oft reingefallen. Warum kommst du nicht mehr in den Club? Nun, um die Wahrheit zu sagen, dein Garderobenmäuschen ist der Grund. Sie ist immer so aufgekratzt, dass ich sie erwürgen könnte. Das nützt auch nichts. Ich hab's schon versucht. Der war gut. Ich glaube, es ist Zeit für deine Pause. Wir gehen nach hinten, trinken etwas und du erzählst mir von deiner Arbeit, der Gefahr, den Metalldetektoren. Das Hinterzimmer ist nur für dienstliche Zwecke, Manny. Genau wie ich. Hohoho. Wieso? Was passiert denn da hinten, Carla? Leibesvisitation. Aber die ist bei dir nicht nötig. Und warum nicht? Ich bin ja auch der Meinung, dass es ein netter Zeitvertreib wäre, Manny. Aber wir haben hier gewisse Vorschriften. Und man weiß nie, wann sie einen beobachten. Leibesvisitationen werden nur dann vorgenommen, wenn die normale Suche nichts ergibt. Hey, es ist einen Versuch wert. Ich liebe diesen Teil. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Ach, du bist sauber. Mist, Manny. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. So ein Pech aber auch. Zu schade aber auch. Was hofft sie, in einem Skelett zu finden? Würde mich interessieren, wie ein Katzenrennen funktioniert. Diese Statue hat irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun, aber ich weiß nicht so recht. Ja. Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht, zu der auch ein Koffer mit den Initialen HL gehörte. Nur Polizeichef Bogen weiß, wie man da reinkommt. Wir können nämlich, dass das die Polizeistation ist. Vielleicht das Gefängnis. Spätschicht im Leichenschauhaus. Was, Membrio? Du weißt doch, dass ich nicht schlafen kann, wenn Arbeit auf der Bahre liegt. Wenn ich die Rosenbeete da nicht identifiziere, kann ich die zwei, die morgen kommen, nicht bearbeiten. Und ehe ich mich versehe, stecke ich bis zum Hals in Azaleen. Blumenbeete zu durchwühlen ist Membrios Job, nicht meiner. Traurige Geschichte. Zwei Sprießer und keiner, der sie vermisst und identifizieren kommt. Der Tod ist Spezialist für traurige Geschichten. Wie läuft das Geschäft? Es blüht auf, leider. Jeden Tag mehr Verbrechen. Jeden Tag mehr Sprießer wie diese. Ich glaube, in El Maro tut sich irgendetwas. Und das wirft seine dunklen Schatten langsam auch auf Rubakawa. Was genau suchst du eigentlich?
Ich suche nach einem Schatz, den ein Teil von mir gar nicht finden will. Denn wenn ich die unglückselige Golddublone finde, die mir sagt, wer diese arme Seele ist, dann liegt meine Belohnung nicht im Reichtum, sondern in der Gewissheit, jemandem mit nur einem einzigen Anruf das Herz zu brechen. Mit dieser Ausrüstung kann die Suche natürlich noch ein Weilchen dauern. Was hat denn deine Gabel? Kann ich helfen? Sicher. Halt dieses Blatt da fest. Manny? Ich kann nicht. Ich weiß. Es war nur ein Test. Wie hältst du diese Arbeit nur aus? Ohne dabei abzustumpfen, meinst du? Mein Geheimnis ist, Manuel, dass ich das Herz eines Kindes habe. Ich bewahre es hier in einem Glas auf. Willst du es sehen? Nein! Tut mir leid, alter Medizinerscherz. Der war böse. Ja. Oh, hast du keine Angst, dass dich diese Arbeit mal fertig macht, Membrio? Sicher. Forensische Botanik ist ein harter Job, Manny. Aber hast du dir mal die Floristen angesehen? Zu Lebzeiten waren sie Floristen, weil sie Blumen liebten. Aber hier ist die Blume ein Symbol des Schmerzes, des Todes der Toten. Ihr innerer Konflikt wird größer und größer, bis sie unter Umständen sogar durchdreht. Danke für den Tipp. Ich schätze, von jetzt an verschenke ich lieber Luftballon-Bouquets. Was hat dich wieder aufgeheitert? Der Witz mit dem Herz? Membrio, warum bleibst du eigentlich in der Stadt? Wieso bist du nicht schon längst zur 9. Unterwelt unterwegs? Man kann viele Jahre nach etwas suchen, Manny. Doch irgendwann hört man auf, überhaupt daran zu glauben. Du glaubst nicht an die 9. Unterwelt? Was glaubst du, warum wir in Rubakawa sind? Die einen sitzen ihre Zeit ab, die anderen können sich das Schiff nicht leisten. Manny, wir haben aufgegeben. Wir alle. Wenn du lang genug hier bist, dann wirst du das auch. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Diese ewigen Errungenschaften. Ja, für jedes Gespräch. Man muss... Ich weiß nicht, ob man wirklich das ganze Gespräch durchgehen muss, oder? Keine Ahnung. Was suchen wir jetzt eigentlich? Ach ja, Werkzeug und ein Foto von mir. Ach, und den Typen. Hi, wie heißt du? Aber verstehst du denn nicht? Mit dem Sturz der Regierung sind unsere Probleme beseitigt. Ach, Quatsch. Wir werden immer bewaffnete Gruppen brauchen, die ein Aufleben des Kapitalismus verhindern. Diese faschistische Denkweise ist genauso tot wie du, Genosse. Wenn alle Waffen verschwunden sind, fangen die Leute an, sich gegenseitig zu kontrollieren. Dann hält allein die öffentliche Meinung sie davon ab, Verbrechen zu begehen. Hola, ihr Wohlstandskinder. Hey, schau an, wer sich da blicken lässt. Es ist Manny Calavera, die linke und rechte Hand sowie der Arsch der Nuvorich. Verschwinde, du Lackaffe. Wir reden über Dinge, die du nicht verstehst. Wie Wahrheit und Schönheit. Ja. Wir sind aber freundlich. Manuel, wir haben entdeckt, wer in diesem üblen Spiel die Fäden zieht. Dadurch, dass du uns Zugriff auf den Computer verschafft hast, kamen wir auf die Spur des Mannes, der die Dienststelle für seine finsteren Machenschaften missbraucht. Sein Name ist Hector Lemont. Er war einst ein kleiner Gauner und ist durch Betrug an Verstorbenen zu Macht und Reichtum gelangt. Hüte dich vor diesem Hector Lemont, Manuel, und sei vorsichtig. Hi, wie heißt du? Lola? Was machst du denn hier? Die Leute hier haben nicht viel für Fotos übrig. Es sei denn, sie sind von Lenin. Sch, ich liege auf der Lauer, Manny. Ich werde Maximino ein für alle Mal beweisen, dass Olivia ein falsches Spiel mit ihm treibt. Du hängst immer noch an Max, was? Hör auf meinen Rat, Engelchen. Vergiss ihn. Er ist ein Gangster und Spieler. So wie du? Oh, das tut weh, Baby.
kommen Sie! Komm, Süße. Ein Küsschen zum Abschied. Oh, shit. Enttäusch mich nicht, Nick. Du bist Anwalt. Du solltest keine Gefühle haben. Habe ich auch nicht. Ich habe nur ein Gespür für gute Fälle. Hey, wenn Maximino das sieht, landen wir beide in Terrakotta-Übertöpfen. Sei nicht albern. Er würde mir nichts tun. Er liebt mich. Manny, endlich sind wir allein. Und? Wie geht's der Bourgeoisie? Prima. Wie geht's Max? Oh, fang bloß nicht damit an. Warum gibst du dich eigentlich mit so einer Schlange wie Nick ab? Ich würd's dir ja erklären, Manny, aber das würdest du nicht verstehen. Mit dem Rechtsanwalt seines Freundes zu turteln, kann gefährlich werden. Oh, vielleicht habe ich mich geirrt. Du verstehst es ja doch. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Lola. Sie rennt in ihr Verderben, Manny. Sie hat sich in Maximino verliebt. Das ist der einzige Fehler, den ich nie begangen habe. Glaubst du, dass Nick ihr etwas antun würde? Nur, wenn er sie findet. Und eins kannst du mir glauben. Etwas wiederzufinden war noch nie seine Stärke. Der Talentabend scheint ein voller Erfolg zu sein. Diese schüchternen Seelen brauchen immer eine Weile, bis sie den nötigen Mut finden. Vielleicht würde es helfen, wenn du nach vorne gehst und die Sache in Schwung bringst. Oh, Manny. Soll ich in meinem eigenen Club Gedichte lesen? Dann würde es ja so aussehen, als hätte ich den Laden nur als Tempel zu meinen eigenen Ehren aufgezogen. Ach, komm. Okay. Am Leben. Wir schliefen. Das Leben ist nur ein endloser Traum. Im Warmen. Weichen. Bäh. Begraben. Wir erwachen. Der Traum von Fleisch und Blut ist vorüber. Nun, da wir alle tot und trocken. Sehr künstlerisch. Ja. Großartig. Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Ja. Bisschen dunkel hier, findest du nicht? Dunkel und kalt. Wie die Herzen der Männer. Weißt du, ich überlege, ob ich den Laden hier kaufen soll. Wirklich? Ich habe eine Weile überlegt, deinen zu kaufen. Aber dann habe ich mich entschlossen, ihn von meinem Freund Max kaufen zu lassen. Du kannst ihn haben. Ich verlasse die Stadt. Manny, du sagst plötzlich so aufregende Sachen. Warum willst du die Stadt verlassen? Die Hüter des Gesetzes, Baby. Weißt du, ich werde gesucht. Ach, wirklich? Du jagst diesem Phantom-Vibe hinterher, von dem alle sagen, dass du vollkommen besessen von ihr bist. Tja, ich habe ein Gedicht für dich geschrieben. Hör genau zu, denn es ist ziemlich kurz. Also, Idiot. Das ist schön. Das ist ein gutes Gedicht. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Asche zu Asche, zu Asche, zu Asche, zu Asche, zu Asche, zu Asche, zu Asche. Und ich. Zu Asche, zu Asche, zu Asche, zu Asche. Wow, das war herausragend. Ja, das hätte ich nicht besser. Großartig. Das war voller Asche. Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Wir könnten uns noch eins anhören. Ja, mach doch. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Ich nannte meine Katze Knochen, bis sie mir sagte, tu das nicht. Ich war verwirrt. Sie sagte, Schwester, das ist das bessere Wort für dich. Oh Gott. Der war böse. Ja. Großartig. Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Okay, eins noch. Den Partner umschlungen mit knöchrigen Händen, so tanzen wir seelenlos quer durch den Saal. Die Musik verstummt und verklingt an den Wänden, als ein eisiges Klopfen ertönt am Portal. Seine Haut schien mir so süß wie die Mango, als einst er lag an meiner Brust. Jetzt bleibt uns nur noch der Fandango, als Zeichen vergangener Lebenslust. Das war auch irgendwie besser. Mhm. Großartig. Diesmal wirklich. Mir fällt keins mehr ein. Hey, wie wär's mit noch einem? Mir fällt nichts mehr ein.
Mein Kopf ist ganz leer. Fang einfach wieder von vorne an. Sie werden jedes Mal besser. Wirklich? Okay. Am Leben. Wir schliefen. Okay. Das Leben das ist nur ein endloser Traum. Im Warmen. Das erste war das Schlechteste. Ja. Begraben. Nein, das zweite war das Schlechteste. Asche zu Asche zu Asche. Hey, Asche. Asche zu Asche. Nun, da wir alle tot und trocken. Asche zu Asche. Und ich zu Asche zu Asche zu Asche. Großartig. Asche. Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Appala. Aber so stelle ich mir Künstlerclubs vor, ja? Genau so. Ganz genau so. Ich glaube, so sind die auch. Okay. Wir sehen auch uns, mit du dieser coole Anarchistengruppe, Arbeite die da an deinem sitzt. Slammer. Bald hast du's raus. Ja. Ja, das macht es gut. Nur ein Tropfen reicht. Was hey, tut der Mann, da? Du hast doch nicht etwa gesehen, wie ich die geheime Zutat in die Zombies getan habe, oder? Entspann dich. Olivia hat das Rezept ohnehin von mir geklaut. Ja, sie nimmt es den Reichen und ich darf den Armen davon nachschenken. Okay. Ich werde die Brühe bestimmt nicht trinken und mitnehmen kann ich sie mit bloßen Händen auch nicht. Das überlasse ich lieber dem Kellner. Ohne wie ein Kapitalistenschwein klingen zu wollen. Ich habe Leute, die das für mich machen. Ich esse nicht von dreckigen Tellern und spülen werde ich sie erst recht nicht. Echt eigen. Sobald mir ein Verwendungszweck für faulige Essensreste eingefallen ist, komme ich zurück. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Bienen? Sieht so aus. Sie haben gestreift. Ganz schön kalt heute, was, Terry? Ja, es ist immer kalt, wenn man arbeitslos ist, Manny. Wieso arbeitslos? Ihr seid doch in der Gewerkschaft. Gewerkschaft? Ha, die kümmern sich doch nicht um die kleinen Fische. Die werden doch von der Bullerei gesteuert. Und gerade du solltest das wissen, Manny, dass die Bullen mit den Spielhöllen unter einer Decke stecken. Hey, ich führe einen seriösen Laden. Alles völlig legal. Und was ist mit dem Schutzgeld? Wir zahlen jede Woche pünktlich und in bar, wie sich das bei einem seriösen Club gehört. Siehst du, was ich meine? Diese Stadt besteht aus einem einzigen Haufen von Verbrechern, die alle lachen, tanzen und sich gegenseitig das Geld zuschieben. Warum arbeitet ihr Jungs nicht da oben? Du weißt wohl nicht, wie das hier in den Docks abläuft, was, Manny? Wenn du an die Jobs willst, musst du einen extra Beitrag zahlen. Und der ist nicht gerade billig. Wir zahlen nicht. Also stellen sie uns kalt. Ist es dann nicht einfacher zu bezahlen? Wir haben auch unseren Stolz, Manny. Wir sind ehrbare Insekten, verstehst du? Ganz zu schweigen davon, dass man kein Bares übrig hat, wenn man arbeitslos ist. Es ist wie ein Problem, bei dem die Lösung, das Problem schlimmer macht. Wie eine Aporie? Wow. So Wörter möchte ich auch mal kennen. Wenn die Gewerkschaftsbosse korrupt sind, warum zeigt ihr sie dann nicht an? Der war
gut, Manny. Habt ihr das gehört, Jungs? Er meint, wir sollen eine Beschwerde einreichen. Ihr Bienen werdet ausgebeutet. Ihr müsst etwas dagegen unternehmen. Was können wir schon tun? Wir sind bloß eine Handvoll unorganisierter Drohnen. Wir sind ja nur dumme Insekten. Mit uns kann man's ja machen. Ich glaube, ihr seid einfach ein Haufen Jammerlappen. Du weißt nicht, was hier abgeht, Mann. Wir kommen jeden Tag her, um auf ehrliche Weise Geld zu verdienen. Nur um dann zu sehen, wie all die verbrecherischen Bienen die Arbeit bekommen. Irgendwann haut ihr das jegliche Pollen aus der Wabe, Manny. Da ihr euer Werkzeug gerade nicht braucht, kann ich es mir mal leihen? Wir mussten es verkaufen, um unsere Familien zu ernähren. Aber wie wollt ihr dann noch arbeiten? Habt ihr doch gesagt, wie schlecht es mit uns steht, Manny. Die Gewerkschaft gehört den Bullen und die werden von den Spielhöllen geschmiert. Ja, aber wer steuert die Spielhöllen? Tja, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber offensichtlich ist Maximino der Big Boss der Stadt. Man munkelt jedoch, dass er seine Befehle von irgendwelchen Oberbossen aus El Marro bekommt. Diese schicke Rennbahn ist doch nichts weiter als eine riesige Wäscherei, wenn du verstehst. Hey, kann ich deinen Gewerkschaftsausweis leihen? Was? Machst du Witze? Weißt du, wie viel ich Chowchilla Charlie dafür bezahlen musste? Kennt ihr Jungs einen Seemann Naranja? Seebienen und Matrosen haben nichts miteinander zu schaffen. Aber ihr seid in derselben Gewerkschaft. Naja, mag sein, aber manche Traditionen sind einfach heilig, Manny. Kopf hoch, ihr Bienen. Die Dinge sind hier einfach nicht so, wie sie sein sollten, Manny. Naja, wir Arbeiterbienen schuften ohne Ende, aber unser Einfluss auf, die Art und Weise, wie produziert wird, müsste doch von, wir sollten, vergiss es. Ich bin bloß eine dumme, hungrige, arbeitslose Arbeiterbiene. Erstmal Alkohol verteilen. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Nein, ich möchte keinen Alkohol verteilen. Warum will er so einen Branntwein behalten? Ganz ehrlich. Die könnten den bestimmt gut gebrauchen. Abgeschlossen. Nein, abgeh. Riesig. Da ist sie. Max Riesenkatzenrennbahn. Wie soll ein einfacher Kerl mit 3 Roulette-Tischen da mithalten können? Katzenrennbahn. Mhm. Das macht mich immer. Warum Katzen? Warum nicht? Wie kriegst du Katzen dazu, auf einer Rennbahn zu rennen? Vielleicht rennen die nicht, vielleicht rollen die. Sieht schmerzhaft aus. Lea. Ja, ich muss daran denken, noch mehr flüssigen Stickstoff aus dem Leichenschauhaus zu besorgen. Flüssiger Stickstoff? Was? Friert die Knochen ein, dann tut's nicht so weh. Hey, klingt gut. Es könnte was davon gebrauchen. Du hast genug Schmerzmittel in deiner Flasche. Also sei ruhig und halt still. Was? Hola.
Hola, Toto. ¿Cómo estás? Ah, nicht jetzt, Manny. Ich bin mit einer Rancher beschäftigt. Leer. Lass den offen stehen. Woran arbeitest du da gerade? Ich sagte doch, Calavera, nicht jetzt! Ich bezweifle, dass ich sowas in nächster Zeit umfasse. Du machst meine Bohren langsamer. Das tut doch weh. Das tut weh, was, Narancia? Wie Folter, hä? Da ist bereits weitaus stärkerer Stoff drin. Was für eine Nervensäge! Hoffentlich hält er bald die Klappe. Hallo, Vermittlung? Ja, ich bin's, Baby. Woher wusstest du's? Hey, sag das nicht, Süße. Du weißt, dass ich vorbeikommen wollte. Von Minute zu Minute freue ich mich mehr darauf, die Stadt zu verlassen. Das kann sein. Das K.O.-Gesöff. Es ist verschlossen. Aber da oben ist ohnehin nichts. Dieses Tor führt nur zum Dr. Lambada und die hat bereits abgelegt. Meine blauen Flecken sind dafür Beweis genug. Du bist ein Skelett. Wie kannst du blaue Flecken haben? Hat er aufgemalt. Hallo? Tut sich nichts. Das überlasse ich lieber dem Kellner. Ich werde die Brühe bestimmt nicht trinken. Ich esse nicht von dreckigen Tellern und spülen. Was dagegen, wenn ich reingehe? Du willst da gar nicht rein, glaub mir. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Test, Test, Test. All right. Who's ready to rock and roll? Naja, später vielleicht, okay? Guten Abend. Ich möchte ein Gedicht vortragen. Skibibaba. Skibibaba. Einigkeit. Knochigkeit. Die ersehnte Enttäuschung. Mich. Und ich. Doch zu welchem Zweck? Suhle dich. Gebeine, Gebeine, Gebeine. Sterbe ich. Frisst sich durch dein Hirn. Hörst du mich? Die Finsternis. Schön einfach, niemand zuhört. Oh yeah. Bist du es? Oder bin ich du? Eruption. Vernimmst du meine Qual? Grotesk. Innigkeit.
Fiddle-dee-dee. Das war's. Gracias. Muchísimas gracias. Das hat ihm, glaube ich, sehr gut gefallen. Absolut. Wir waren ganz begeistert. Test, test, test. Was ist eigentlich mit dem Essen in Flugzeugen los? Versucht er witzig zu sein? Ich meine, die Portionen sind klein und schlecht. Als Toter hat man nichts mehr zu lachen, Genosse. Leben ist Schmerz. Der Tod ist jetzt. Ich habe meine Haut versetzt. Was? Ist hier jemand, der weiß, wo ich Werkzeug herbekomme? Das einzige Werkzeug hier bist du. Yeah, Werkzeug der Regierung. Ja. Marionette der Ausbeuter. Ausgepfst. Hey, weiß einer, wie ich in die Seefahrergewerkschaft komme? Hey, wir wollen die Arbeiter organisieren, nicht sabotieren. Orale, ihr wart ein tolles Publikum. Gute Nacht, Rubakawa. Ob ich ein vernünftiges Gedicht zusammenkriegen muss? Keine Ahnung. Aber du hättest dir ruhig ein bisschen Mühe geben können. Ich habe mir Mühe gegeben. Das hat sich anders angehört. Und die ganzen Sets, die sie dir gegeben haben, die haben sich auch anders angehört. Ach, die haben doch keine Ahnung. Es gibt echt viele Wege. Mhm. Oh, da bin ich wieder bei mir. Warst du nur die halbe Nacht weg? Guten Abend, Luke. Hi, Manny. Ich habe eine Nachricht von Lola für dich. Lola? Ja. Moment. Wo habe ich sie nur? Wo ist sie denn? Oh, hier. Nein, Moment. Mist. Ich habe ein völlig neues Nachrichtenverwaltungssystem. Ich muss nur... Hier. Nein, doch nicht. Moment. Sei still. Hier ist sie. Moment mal. Die ist ja leer. Da war was drin. Es fühlte sich wie ein Schlüssel an. Ein Schlüssel? Ja, aber anscheinend hat jemand den Schlüssel gemopst, während ich die Mäntel sortiert habe. Wer würde denn sowas tun? Sie haben mein ganzes System durcheinander gebracht. Oh Mann. Ja. Ah. Ich bin eben mit Domino und Metsche aneinander geraten. Wir verlassen die Stadt. Wie? Domino hat Metsche. Wir werden ihnen heute Nacht folgen. Was soll ich tun? Du wartest hier, bis ich ein Boot besorgt habe. Ihr warten. Verstanden. Okay. Klingt gut. Ich weiß. Ach, ich mag Glottis. Manny? Kannst du mir Gewerkschaftsausweise machen? Manny, drehst du jetzt total durch? Oder willst du einfach mal mit Matrosen abhängen? Kannst du oder kannst du nicht? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mein Geld von Maximino zurückholst, mache ich dich zum Präsidenten der Gewerkschaft. Ich will nicht Präsident werden. Und wieso hat Max dein Geld? Ich habe letzten Monat einen ganzen Koffer Geld als Einsatz für eine Bombenwette dagelassen. Das Ergebnis des Rennens stand vorher schon fest, Manny. Sie haben mir mein Geld regelrecht geklaut. Hier, nimm die VIP-Eintrittskarte. Damit kommst du in die High Rollers Lounge. Mich lassen sie da nicht mehr rein. Irgendwo im Weinkeller steht ein Safe. Und darin müsste mein Koffer sein. Und kannst du mir heute Abend noch so einen Ausweis besorgen? Wenn du zurückkommst, Manny, liegt der Ausweis auf dem Tisch. Ohoho. Knarz, knarz. Dann wissen wir jetzt erstmal, was wir zu tun haben. Mhm.
zurück auf die Katzenrennbahn. Warum sie das so steigt? Weil sie es können. Ich habe das Gefühl, sie tauen auch schneller auf. Weil es draußen weniger trocken ist. Mhm. Rasanter Racker, Miau der Vergeltung. Das Ding taucht nur, um mir Eintritt in die Lounge zu verschaffen. Hallo? Nur noch eine Runde. Oh, hi. Den Wettabschnitt, bitte. Oh, ich habe keinen Wettabschnitt. Oh, okay. Ciao. Das Ding taugt nur, um mir Eintritt in die Lounge zu verschaffen. Oh. Wenn du noch mal versuchst, bei der Menschenmasse irgendwie durchzukommen. Läuft jetzt wie so ein Trottel mit der Karte durch die Gegend. Ja. Nein, das geht nicht. Oh, warte, vielleicht da. Ach nee, da ging's ja nur raus. Und die andere Seite? Ah, du hast recht. Das Ding taugt nur. Geliebte Feuerpfote, diese majestätische Katze war viele Jahre Halter des Geschwindigkeitsrekordes und Liebling der Massen in Rubakawa, bis ihre Karriere plötzlich und unerwartet in der zweiten Rennwoche der Saison ein tragisches Ende fand, als das Luftschiff Olivia 1 auf seinem Jungfernflug auf die Rennbahn stürzte und explodierte. Viele der zutiefst betroffenen Fans beteuerten später, dass Feuerpfote vor der Explosion in Führung lag. Wow! Das ist natürlich wichtig. Ja. Fuji, dieser Geruch, es peor que la muerte. Ich könnte sie mit den Zähnen öffnen, aber so hungrig bin ich auch wieder nicht. So verlockend es auch sein mag, ich kann mich nicht dazu durchringen, in das riesige, dreckige Katzenklo zu springen. Ja. Das miaut die ganze Zeit so verzweifelt. Ja, das sind wahrscheinlich die Rennkatzen. Kannst du da nicht rüber? Dienstag ist Katzenhuttag. Was? Katzenhuttag. Dienstag ist Katzenhuttag. Cool. Du hast jetzt einen Katzenhut. Ein Hut, der aussieht wie eine Katze.
werde diese Goldmine für mich behalten. Noch 5 Minuten. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Oh. Sicher, es sieht nicht gut für mich aus, aber springen... Oh. Oh. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt. Oh. Hm. Aber es ist schon erstaunlich, dass der Sprecher von Alf keine Katzen mag. Liegt da irgendwas auf der Dose? Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Hm. Wow, ein Dosenöffner. Ein elektrischer Dosenöffner. Toll, jetzt riecht es hier drin nach gigantischem Katzenklo und einem undefinierbaren dämonischen Fleischgericht. Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Aber okay, jetzt habe ich einen Dosenöffner. Kann man immer gebrauchen. Besonders wenn er die Dose von selbst öffnet. Oh, warte, vielleicht. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Ach, du bist sauber. Mhm. Mist, Manny. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. Wir kriegen wir diesen Metalldetektor dazu anzuschlagen. Abgeschlossen. Kann ich nicht einfach... Pfoten weg. Sie sind verschlossen. Es sind eben Schließfächer. Oh, Schließfächer. Sicher, es sieht nicht gut für mich aus, aber springen ist auch keine Lösung. Das ist eine gute Frage, aber komme ich da überhaupt irgendwo hin? Nö. So ein Mist. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Ich glaube, das ist nur dafür da, dass man irgendwie diesen Detektor zum Ausschlagen kriegt. Ach, du bist sauber. Mist, Manny. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. Bei Katzenlounge von. Das ist eine gute Frage. Kann man diesen Dosenöffner benutzen? Also außer für die riesigen Katzenfutterdosen.
Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Nein, ich wollte ihn nicht ansprechen. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Das dachte ich schon länger, aber irgendwie... Zu ihrer eigenen Sicherheit. Das hatte ich doch schon probiert, oder nicht? Keine Ahnung. Schalter. Ach, die beiden. Ja, ich glaube, das ist dasselbe. Das ist nur durch die Kameraführung oder die Bildführung ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, das ist derselbe Schalter. Nur von näher dran. Ohne scharfe Kanten. Hey, habe ich euch je erzählt, dass ihr mich an einen meiner Freunde erinnert? Warum geht das jetzt? Salvador Limones? Salvador Limones ist ein Armenmärchen, das die Ausbeuter den Massen als gute Nachtgeschichte erzählen. Idiot! Salvador Limones ist sehr real und wahrlich ein großer Mann. Er ist außerdem auch ein gefürchteter Briefeschreiber. Was ist denn das? Ich, Salvador Limones, salutiere vor dir, Manuel Calavera? Wichtiger Verbündeter in dieser gerechten Sache? Du kennst Salvador Limones? Wie ist er denn so? Warum hast du uns nie gesagt, dass du ein Freiheitskämpfer bist, Manuel? Ich kann nicht über meine Untergrundarbeit reden, sonst bringe ich die ganze Szene in Gefahr. Wow, krass. Hey, ich muss gehen, also, Viva la Revolución! Oh Mann! Also, was haltet ihr von dem Gedicht? Es hat mir gefallen. Es war deprimierend und wunderschön zugleich. Genau wie meine Mutter. Ich fand's grässlich. Es war zu kurz und für mich völlig nichtssagend. Wie mein Vater. Ich habe nichts empfunden. Es ist kindisch und egozentrisch. Wie mein Kater, Mr. Trotzki. Was? Mr. Trotzki. Mein Kater. Macht es euch was aus, wenn ich mir das Buch mal ausleihe? Klar, Mann. Bedien dich. Nein, wir gehen erst da raus.
Gewerkschaftsgründung und Revoltieren leicht gemacht. Kapitel 1. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Oh, ja, Glottis, zeige ich das besser nicht? Ich glaube, das sind die Worte, die du suchst. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Ja, das ist es. Genau das wollte ich sagen. Ja. Wer wird sie aufhalten, die fetten Industriebosse? Die Schiffe mit den Pollen der ausgebeuteten Arbeiterklasse bauen? Lass uns zurückschlagen! Ja. Hm, wer ist denn das? Ein verkappter Imker? Ich sage euch, legt eure Werkzeuge nieder und zeigt ihnen, wer hier den Honig einsammelt! Ja. Er hat seine Werkzeuge niedergelegt. Bienentanz. Ich dachte immer, Bienen gibt's nur in zwei Farben, schwarz und gelb. Aber du kommst mir verdammt rot vor, Freundchen. Ah! Hey, was soll denn das? Wir kämpfen hier für unsere Rechte. Ja, das ist verdammt politisch. Gleich zeige ich dir meine Rechte, Genosse. Danny, besorg mir einen Anwalt. Einen Anwalt. Das wird schwierig werden, den Burschen wieder rauszuhauen. Zum Glück kenne ich einen guten Anwalt. Tust du das? Kommt schon, Jungs. Wie wär's mit der Aktion Freiheit für Terry? Oh. Also, Jungs, wie wollt ihr Terry befreien? Schätze, muss mich selbst drum kümmern. Aber was ist das Werkzeug? Das hat er wieder eingesteckt. Halt, hier wollte ich nicht hin. Oh nein, du hast recht. Das ist noch ein Lehrer. Aber ich glaube trotzdem, dass er dasselbe macht. Hallo! Halten Sie sich bitte von der Rennstrecke fern! Oh, hi. Den Wettabschnitt, bitte. Oh, ja. Ich habe keinen Wettabschnitt. Der müsste es doch auch langsam verstanden okay, haben. Ciao. Doch, es ist nur irgendwie... Ist da jemand? Ich sagte doch schon, dass es heute keine Katzenhüte gibt. Was? Sie müssen bis Dienstag warten. Was? Dann ist Katzenhuttag. Ich will keinen Katzenhut. Auch gut. Worauf möchten Sie wetten? Ich spiele nicht. Für mich wäre das sozusagen ein Interessenkonflikt. Warum haben Sie mich dann gerufen? Um mich nett zu unterhalten. Aber vielleicht kannst du bei denen vielleicht... Das Ding taugt nur um mir ein. Es ist die VIP-Eintrittskarte für die High Rollers Lounge, die Ciao Chilla Charlie mir gegeben hat. Oh, Glottis, zeige ich das besser nicht? Glottis, zeige ich das besser nicht? Halt, hier wollte ich nicht hin. Ich möchte gerne eine Rennkatze haben. Ich weiß nicht. Dann kann, rennende Katzen sind sehr anstrengend. Dann kann man eine Katzenrennbahn bauen. Aber wenn du nur eine Katze hast, ist das ein bisschen langweilig. Hey Terry, und jeder, der wettet, würde gewinnen. Eine tolle Rede gehalten.
Ja, oh, mag sein, aber ihretwegen bin ich hier drin gelandet. Keine Sorge, ich besorge dir den besten Anwalt der Stadt. Okay, Manny, aber beeil dich, bevor die Bewegung ihren Stachel verliert. Das bringt nichts, die ganze Zeit zu murren. Weißt du gar nicht. Vielleicht bringt es mich auf eine Idee. Hat es dich auf eine Idee gebracht? Nein. Wie lange würdest du das denn noch machen wollen? Bis mir eine Idee gekommen ist. Das wird ziemlich anstrengend. Das Ding taugt nur, um mir Eintritt in die Lounge zu verschaffen. Yay! Ich will auch Regen. Ja, Regen. Oh mein Gott. Schick ein bisschen was her. Wir sind in der Schwüle gefangen. Ah, Mario de Oro. Ein ausgezeichneter Weinbrand, in dem sich echter Goldstaub befindet. Es ist so widerlich hier drin. Hier hat sich nichts verändert. Lieber nicht. Ich könnte mein Schiff verpassen. Ich kann im Kreis um meinen Kaktus laufen. Nochmal. In die andere Richtung? Ja, aber in die andere Richtung ist es nicht so schön. Gut. Das klingt kompliziert. Aber okay. Okay. Soll das Gewitter anfangen, laut Google? Ja, wahrscheinlich um 9. Also es kann durchaus sein. Es ist mega schwül hier drin. Aha. Ich hab das Gefühl, es wird schlimmer. Aha. Gestern war es ja nur warm. Das ist so schlimm. Streicheln Sie bitte nicht die Katzen. Tatsache, hier ist noch ein Gang. Tut mir leid, Monsieur, aber... Hier ist mein Pass, Jean-Claude. Und jetzt mach die Klappe zu und fahr los. Oui, Monsieur. Also meine Freunde sind alte Witwen und...
Franzosen. Entschuldigung. Wow. Braves Kätzchen. Nick Virago, seit wann arbeitest du in der High Roller Lounge? Ich hätte erwartet, dass Maximinos Privatanwalt eine eigene Kanzlei hat. Habe ich auch. Aber da serviert mir keiner die Drinks. Hast du da etwas Lippenstift, Loverboy? Den habe ich schon beseitigt. Und dasselbe könnte ich jederzeit mit dir machen, Calavera. Also ich an deiner Stelle würde die Klappe halten. Nick, ich brauche einen Anwalt. Bist du in Schwierigkeiten geraten, Calavera? Ein Freund von mir sitzt im Knast. Brauchst du einen einfachen Anwalt oder einen Star-Anwalt? Einen Star-Anwalt. Irgendeinen Star-Anwalt oder den Besten? Der Allerbeste ist gerade gut genug für mich. Und wer, Calavera, meinst du, ist das wohl? Wer, würdest du sagen, ist der beste Rechtsanwalt im ganzen Reich der Toten? Das bist du, Nick. Exakt. Und genau deswegen arbeite ich gegen fürstliche Bezahlung, exklusiv für Maximino. Also, es tut mir leid, aber ich mache keine Gelegenheitsarbeiten. Heute schon betrogen, Nick? Ne. Na, mit den Kätzchen alles schön legal? Ja, sie halten sich ausgesprochen sauber. Nur das Katzenklo nicht. Ja. Wer ist dein Favorit im vierten Rennen? Also, da ist diese weißpfotige Mieze in Box 2. Die könnte schnell sein. Allerdings hat sie eine leichte Augenentzündung. Aber du denkst, sie kann es trotzdem schaffen, stimmt's? Nein. Das Triefauge wird verlieren, aber man weiß ja nie. Und dann mache ich ein Vermögen. Man weiß ja nie. Ich muss es einfach mal sagen. Ich hasse Katzen. Ich auch. Aber sie halten den Laden hier in Schwung. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Tja, mein Terminkalender ist voll. Was machst du jetzt? Ich könnte Max von dir und Olivia erzählen. So eine Behauptung könnte einen Mann wie Max ein wenig in Rage bringen. Besonders, wenn der Verräter keinen Beweis hat. Max und ich sind Freunde. Er wird mir glauben. Die Leute glauben, was sie glauben wollen, Calavera. Und ich will glauben, dass du klug genug bist, keine dummen Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich muss mal kurz mit Max sprechen. Und ich hoffe, wenn ich zurückkomme, bist du weg. Denn dein Anblick macht mich krank. Er ist aber nett. Oh Mann, das gibt garantiert Ärger. Da drin klappert etwas. Es gibt garantiert irgendwo ein Geheimfach, aber ich kann nichts entdecken. Schüttel das einfach mal. Oder mach es mit deiner Kreissäge auf. Tja. Sieht aus wie unnützer, öder Steuerkram. Sieht aus wie Dosen mit, nun ja, Dosenfleisch. Sieht aus wie eine große Pipette. Sieht aus wie eine große Pipette. Wo haben wir wohl Sieht aus wie eine große gebraucht. Pipette. Ich brauche kein Katzenfleisch. Ich brauche kein Katzenfleisch. Hm.
Na, wieder viel zu tun? Ich glaube nicht, dass es klug ist, in Max' Büro reinzuplatzen, solange er mit Nick spricht. Glaubst du das nicht? Max? Mhm. Was eine Mitgliedskarte. Das ist Viragos Zigarettenetui. Wie kommst du darauf? Ich weiß aber nicht, ob das in dem Fall bedeutsam ist, weil wir vorher, glaube ich, keine hatten. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber auch nicht, dass da so viel war. Machen. Genau, wenn mir noch jemand sagt, wo der Tätowierer war. Ich hab keine Ahnung. Jedes Mal. Ich war erst richtig und dann laufe ich falsch. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich hier richtig bin. Doch. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Nee, er würde es bemerken. Das möchte ich eigentlich. Es brauche ich. Entweder du hältst still oder ich bin. Oder musst du bitte den Kühlschrank aufmachen, um sie abzulenken? Kannst du dann irgendwie wieder zurück? Wer ist da?
Ja. Was zum Teufel? Du hast ihn kaputt gemacht. Jetzt geht er nicht mehr zu. Hey, halt still! Halt still! Was ist los mit dir? Tod? Ah, wach auf! Aufwachen! Ich arbeite nicht am Besoffenen, Idiot! Was seid ihr bloß für Matrosen? Nix vertragen, aber Fuselsaufen. Glaub ja nicht, du könntest verschwinden, ohne zu bezahlen. Velasco, Toto, ich hab deinen Narancia hier. Ach ja? Naja, er wird schon wieder nüchtern. Ja, ja, er taucht morgen auf der Limbo auf. Ja, versprochen. Oh, ja, ja, das hab ich gesagt. Was du bei dir hast, Matrose. Matrose Anselmo Naranja. Willst du mich auf den Arm nehmen? Dritter Klasse. Sieht nicht so aus, als würdest du morgen zur Arbeit erscheinen. Ich hab ihn doch erst darauf gebracht. Sieht nicht so aus, als würdest du morgen zur Arbeit erscheinen. Ja, manche ich Dinge ändern schon ziemlich sich gründlich durchsucht. Wenn ich mich für tot erklären lassen kann. Du willst also immer noch gehen? Kannst du dir die Kette umbinden? Das glaube ich nicht, aber vielleicht. Was kannst du? Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Ach, du bist sauber. Mist, Manny. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. Schade. Warnung, Hitze. Aber da draußen ist immer gelber. Gelb ist eine gute Farbe. Aber das hier wird jetzt die letzte Aktion, die wir machen. Zu gucken, ob man ihn irgendwie für tot erklären lassen kann. So 10 von 9. Bist du sicher, dass du die Augen richtig aufmachst? Hör mal, Manuel. Meine alten Augen sind müde. Ich gebe mir wirklich Mühe. Aber jeder Freizeitsandburgenbauer verfügt über bessere Ausrüstung als ich. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Blumenbeete zu durchwühlen ist Membrios Job, nicht meiner. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Er muss es nur noch finden. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Aber vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass er es findet. Und wichtiger, dass wir es, beseitigt haben. Vielleicht. Hey, soll ich das zumachen? Nein, es soll lüften. Ja, dieser furchtbare Blumengestank. Mhm.
Hey, soll ich das zumachen? Nein, wir haben nur noch es soll Fenster, sonst. Vielleicht fehlt uns noch irgendwas. Mit sicher. Vielleicht brauchen wir den Metalldetektor für ihn. Ja, das, ich denke, dass wir den Metalldetektor für ihn brauchen. Vorher findet er da vielleicht nichts. Oh, Luft. Spürst du das? Aber wie gesagt, bevor wir jetzt irgendwo weiter rumrätseln, würde ich sagen, beenden wir für heute. Ja, wir schauen nächste Woche mal weiter. Also sind wir auf jeden Fall ein gutes Stück vorwärts gekommen. Gefühlt nicht. Doch, eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, wir sind die ganze Zeit nur hin und her gelaufen. Aber okay. Hey, wir haben Matche gesehen und unsere Rivalen. So, wir sind schon vorwärts gekommen. Ja, gut. Wenn du das sagst, dann... Ich hoffe es doch. Ich hoffe, es lohnt sich. Dürfte mich jetzt nicht enttäuschen. Aber ansonsten, gute Nacht. Gute Nacht. Und bis Darren.